Einen wunderschönen guten Morgen hier aus München, wenn mal der TSW endlich aufblendet. Genau, da. So, sorry, war jetzt etwas länger schwarz als gewollt, der Startbildschirm. Naja, auf jeden Fall, Baureihe 423 wurde sich vor gar nicht allzu langer Zeit, oh hallo, wurde sich vor gar nicht allzu langer Zeit mal in einem Stream gewünscht, dass wir mal wieder erst bei München, dass wir da unterwegs sind. Und da hatte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und dementsprechend machen wir mal uns schnell hier auf, um tatsächlich auch mal dann loszufahren. Einmal hier Richtungswender vorwärts und Türen auf. Machen uns die PZB an und die LZB ebenfalls. Da wir auch LZB geführt sind heute, machen wir mal direkt die Fernlichter an. Lassen wir die Signallichter an. Makrofon, hervorragend, funktioniert alles sehr, sehr gut. Einmal hier hinten die Sonnenblenden noch runter. Können einmal ganz kurz in den Fahrgastraum hineinschauen. Hallihallo. Ach, sie sitzen alle hier im Dunkeln. Das wollen wir natürlich nicht. Machen wir noch das Licht für sie an. Das müsste, glaube ich, hier irgendwo klappen. Ich mache schon mal die Türen zu. Das sind die Leuchtmelder. Die können wir schon mal anmachen. Hervorragend. Gut, machen wir gleich Lichter an. Fahren ab und kümmern uns um den Rest gleich, aber schauen, dass wir halbwegs den Fahrplan einhalten. Mach die Buchfahrplanleuchte an. Vielleicht so auf minimal. Und können dafür das Licht ausmachen. Genau, das sieht schon viel schöner aus. Und wir fahren los hier aus Mammendorf. Sind natürlich in der restriktiven Überwachung der PZB, können uns aber befreien. Und dürfen dann 80 fahren. Und schauen, dass wir den Fahrgästen noch Licht anmachen. Fahrgastraumbeleuchtung an. Vorstandsbeleuchtung. So. Ja, das passt soweit. Nächster Halt ist Malching in Oberbayern. Bahnsteig 3. So, 80 dürfen wir aktuell fahren. Ja, Baureihe 423 sind wir schon sehr, sehr lange nicht mehr zusammengefahren. Dementsprechend wird es mal wieder Zeit. Gehen wir mal ins FIS. Wir sind hier unterwegs auf der S3 nach Holzkirchen und geben entsprechend die Route ein. Mark Schwaben. S3 nach Holzkirchen übernehmen. Da ruckelt es ordentlich. S3 nach Holzkirchen. Genau, das sind wir hier als Vollzug unterwegs, also in Doppeltraktion. Und fahren jetzt mal 120. Haben noch 1,8 Kilometer. Versuchen mal die Geschwindigkeit auszufahren. Sind hier am frühen Morgen unterwegs. Vom Max von der Kiste sind 140. So, 120 sind erreicht. Und jetzt müssen wir mal gleich runterbremsen. Da vorne sehen wir schon den Halt und gucken, dass wir schon mal reinbremsen, denn die Bremseigenschaften habe ich von der 423 als vergleichsweise schlecht in Erinnerung. Es wird also ein ziemlicher Krampf heute werden. Zum Glück sind die Wetterverhältnisse halbwegs in Ordnung. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal ordentlich reinbremsen. Boah, sind schon 20 Sekunden zu spät. Und halten an. Ja, das passt, glaube ich, sehr gut, der Halt. Türen auf. Aber ganz kurz hier auch noch raus gucken. Hua, haben Sie mich erschreckt, guter Mann. Auf jeden Fall noch sehr dunkel hier. Ne? Ihr seht's, dunkle Wolken, die hier noch sind. Und wir steigen wieder ein. Blicken aus dem Fenster. Ich wollte aus dem Fenster blicken. Und können die Türen schließen.
hervorragend. Und wir können abfahren. Ja, sieht sehr gut aus. Keiner hängt am Zug. Wir können hier noch übrigens die PZB und die LZB an- und ausschalten. Federspeicher bedienen SIFA, lasse ich heute aus. Klimaanlage. Oh, können wir auslassen. So, wir dürfen 120 fahren. Und unser nächster Halt ist Maisach in 2, ist das ein schönes Bild. Wisst ihr was? Ich glaube, das muss ich einmal, ich lasse den Zug noch ein bisschen vorbeifahren. Und dann können wir praktisch ein Bild machen mit der Lok auf Höhe unseres Zuges. So, erstmal müssen wir aber allerdings runterbremsen. So, jetzt aber. Ich glaube, das ist ein ganz hübsches Bild. Oder? Irgendwie sowas zum Beispiel, ne? Dann könnten wir jetzt hier ranzoomen. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich keine PZB-Zwangsbremsung bekommen. Ich hoffe mal sehr, dass das noch alles passt. Schärfentiefe runtergestellt. Und Fokus gesetzt. Sieht doch irgendwie ganz hübsch aus, ne? Hier der RE nach München. Und gleichzeitig sind wir hier unterwegs. Die S3 nach Holzkirchen. Über München-Hackerbrücke. Da endet unsere Fahrt übrigens. So, und jetzt in den Führerstand reingesprungen. Ich hoffe, wir kriegen keine Zwangse. So, das hat gepasst. Ein bisschen weiter runter. Jawohl, 80 sind erreicht. Suppi. Ab hier vorne gelten dann die 80. Befreit aus der restriktiven Beeinflussung. Der Bahnsteig müsste dann auch gleich kommen. So, einmal über die Weiche. Na, ah, da ist noch eine S-Bahn. Sehr schön. Schauen, dass wir 60 ungefähr fahren am Bahnsteigsanfang. Moin. Und halten an. Ja, Verspätung von mittlerweile einer Minute. War jetzt nicht so gut reingebremst, ehrlicherweise. Hab ein bisschen Zeit dabei verloren. Ja, auf jeden Fall noch sehr dunkel hier. Es ist schon winterlich kalt. Und unsere Fahrgäste müssen leider zur Arbeit. Deshalb wollen wir auch nicht, dass sie zu spät kommen. Auf geht's. Mit 80 km/h dürfen wir ausfahren. Nächster Halt ist Gernlinden in 3,2 Kilometern.
Ne, ich stelle mir das ein bisschen runter. Ja, so auf minimal gefällt das mir ganz gut. So, wir dürfen 100 fahren. Da links ist auch ein Signal grün. Vielleicht werden wir gleich nochmal überholt. So 1,9 Kilometer noch. Und da vorne ist dann auch schon der Bahnsteig. Wir dürfen sogar 120 fahren, also geben noch einmal ganz kurz ein bisschen Leistung rein und jetzt bremsen wir ab. Nicht zu sehr und noch nicht zu viel Zeit verschwenden, nicht zu sehr rumtrödeln. Aber naja, gut. Ein bisschen Verspätung gehört ja dazu, ne? Ah, ich bin neulich S-Bahn gefahren. Da habe ich eine kleine Geschichte, die ich euch erzählen muss. Habe ein paar Bahngeschichten mitgebracht in letzter Zeit, die ich erlebt habe. Die ich mal versuche, in den ein oder anderen Videos euch mal ein bisschen zu erzählen. Mache ich aber sofort, sobald wir hier angehalten haben. Sehr schön, RE da vorne und noch eine S-Bahn. Halt für den Vollzug ist hier vorne. Oh, bisschen... Ein bisschen so weit vorne gehalten, aber naja. Ich bin letztens S-Bahn gefahren und zwar... Oh, ich glaube, ein ICE fährt da gerade vorbei. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So muss das. Also ordentlich was los hier heute auf der Strecke. Sind übrigens im Fahrplan unterwegs. Ganz normal. Ja, ich bin letztens S-Bahn gefahren. Und zwar bin ich am Flughafen in Köln-Bonn gelandet. Und musste vom Flughafen Köln-Bonn zum Köln-Hauptbahnhof fahren. Und da gibt es ja normalerweise sowohl einen Regionalexpress als auch eine S-Bahn. Problem war nur, dass die S-Bahn nach zwei Haltestellen geendet hat. Mitten im Nirgendwo irgendwo im Speckgürtel von Köln. Und ab dort dann ein Schienenersatzverkehr gefahren ist, weil auf der Strecke bis nach Köln-Messe-Deutz halt eben eine Baustelle war. So, also sind da dann die ganzen Fahrgäste ausgestiegen und standen da erstmal draußen. Es hat geregnet bis zum Unendlichen. Es hat wirklich, wirklich schlimm geregnet, geplästert hat es. Und da gab es auch kein Wartehäuschen oder so, da war auch, das war eine improvisierte Haltestelle. Ja, und dann standen da irgendwann erst ein paar Leute, dann standen da 20, 30, 40, irgendwann standen da gefühlt, also locker mehr als 100 Menschen. Und die haben alle auf den Bus gewartet, der auch nicht kam. Also man hätte es ja so timen können, dass der Schienenersatzverkehrbus ja so kommt, dass die Fahrgäste von der S-Bahn direkt weitergebracht werden. Weil wenn ich in der S-Bahn säße, würde ja auch weiterfahren, ne? Hätte man ja so sicherstellen können, dass die Busse auch zur gleichen Uhrzeit da mehr oder weniger ankommen. War jetzt aber nicht der Fall. So nach so 20, 30 Minuten, es war super kalt, es hat geregnet, kam dann irgendwann der Bus und ich habe mich da reingequetscht. Und es war aber sehr, sehr, sehr voll. In den Bus haben natürlich nicht alle Leute reingepasst. Oh, genauso wie wir jetzt übrigens nicht hier komplett am Bahnsteig passen. Das ist drüber geschossen. Ja, gar nicht gut. Das sollte nicht passieren, aber das passiert, wenn man halt sich verquatscht. Sehr schön, sehr, sehr schön. Nochmal ein Screenshot gefällig? Ich glaube schon, ne? Machen wir es mal ein bisschen heller. Ich erzähle sofort weiter. Jawohl, so ist gut.
Ja, schön, schön. Ja, genau, dann habe ich mich halt da reingequetscht und der Bus war komplett voll bis zum Anschlag. Und da mussten sogar Leute dann weiterhin draußen warten. Die konnten dann nicht in den Bus rein. Ich habe noch gehört, wie draußen sich jemand beschwert hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt schon irgendwie der zweite Bus, den ich jetzt hier, in den ich nicht einsteigen kann. Und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass halt für eine gesamte S-Bahn ein einziger Bus kommt als Schienenersatzverkehr. Das ist doch witzlos, ne? Ein Bus, da sollen alle Leute reinpassen, die in der S-Bahn vorher drin waren, halte ich für sehr unwahrscheinlich bis hin zu unmöglich. Und das war es ja auch. Da standen halt immer noch Leute draußen, obwohl eben der Bus kam. Und das ist natürlich richtig bitter, wenn das dann passiert. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich dann im Bus drin war. Da gab es dann eine ältere Dame, so eine ziemliche Karen, ehrlich gesagt. Die hat sich dann ein bisschen too much beschwert, weil sie dann den Busfahrer persönlich angegangen ist. Sie meinte dann so, ja, wann kommt denn der nächste Bus? Und der Busfahrer meinte so, ja, das weiß ich nicht. Und da meint die Frau so, ja, wieso wissen Sie das nicht? Das müssen Sie doch wissen. Was soll das? Schicken Sie jetzt doch mal mehr Busse. Und der arme Busfahrer, der konnte ja auch nichts dafür, dass das Busunternehmen halt eben nicht noch mehr Busse geschickt hat oder beziehungsweise die Deutsche Bahn halt eben nicht die Busunternehmen so beauftragt hat, dass halt eben mehr Busse kommen oder zumindest die Kommunikation besser abgelaufen wäre. War halt nicht der Fall, ne? Und der arme Busfahrer, der konnte dann auch nichts dafür. Und hatte dann noch gleichzeitig damit zu kämpfen, dass eben viele Leute noch in der Tür standen und der Bus eben so nicht die Türen schließen konnte und auch nicht abfahren konnte. Also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr stressige Situation. Und dann irgendwann haben wir es dann doch geschafft abzufahren und irgendwann kam ich dann in Messe-Deutz an. Und dann wäre ich halt von da aus weiter mit dem Regionalexpress gefahren, konnte aber glücklicherweise in ein Intercity steigen und wurde da mitgenommen wegen der ganzen Verspätung und so. Ja, also bin ich dann IC2 gefahren und damit auch übrigens das allererste Mal Doppelstock IC2. Und zwar die Teppich REs, ne? Die Doppelstockzüge, die auch im Regionalverkehr eingesetzt werden, mehr oder weniger. Mit denen bin ich dann tatsächlich das erste Mal gefahren. War auch interessant. Ich muss sagen, die Sitzpolsterung wirklich nicht besonders gut. In den IC2-Zügen gefällt mir ehrlicherweise gar nicht. Ich weiß, ich saß nicht lange in dem Zug, von daher ging das voll klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, da einmal durch halb Deutschland mit so einem Zug zu fahren. Also da muss ich echt sagen, schlechte Wahl in vielen Bereichen, ehrlicherweise. Ja, nee. Also muss nicht sein. Da sind mir die IC1-Züge, die ja leider immer weniger werden, deutlich lieber. So, nächster halt Gröbenzell. Da hätten wir jetzt schon da sein müssen. Also verspätungstechnisch wird es leider immer schlimmer hier. Meine Fahrskills sind definitiv ausbaufähig und lassen zu wünschen übrig. So, wir dürfen 120 fahren. Machen wir jetzt auch. Fahrzeit übrigens heute insgesamt so, ja, eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Ich denke bei meinen aktuellen Fahrskills eher so 40 Minuten als eine halbe Stunde. Kilometer noch. So. Da kommt die Haltepunkttafel. Beziehungsweise. Na, wie heißt sie denn? Das ist keine Haltepunkttafel. Oder doch? Wie heißt die Tafel? Ich werde es googeln.
Also ich frage mich gerade, also es ist wirklich, wirklich schwer, den Fahrplan ehrlicherweise einzuhalten. Mit der 423 ist schon eine wirkliche Herausforderung. Ich schaff's definitiv nicht. Ja, jetzt wird das schon Verspätung angezeigt. Leider. Aber es ist, wie es ist. So, das ist eine Haltepunkttafel, ne? So, wir passen auch komplett am Bahnsteig. Oh, wir hätten gar nicht so weit vorrücken müssen. Das war ja unnötig. Aber gut. S3 nach Holzkirchen. Gefällt mir übrigens sehr, dass für München und Augsburg hier die entsprechenden Anzeigen auch gebaut worden sind. Auf geht's, München-Lochhausen in 3,3 Kilometern. Und wir können mal ganz kurz auf die Streckenkarte schauen, wie weit wir sind. Und wir sehen, ja, nicht mal weit weg. Ich glaube, Pasing ist hier. Ne, hier ist Pasing, glaube ich. Und dann hier vorne München Hauptbahnhof. Also definitiv nicht mehr weit. Hoch auf die 120. Wir müssten auf jeden Fall noch gleich irgendwann in die LZB aufgenommen werden, meine ich. Aber wir sehen hier schön hier langsam der Sonnenaufgang, dem wir entgegenfahren. So, 120. Und erreicht. Versuchen mal minimal die Leistung drin zu behalten, dass wir die Geschwindigkeit halbwegs halten können und nicht noch mehr Zeit verlieren. Das wollen wir nämlich nicht. Okay, und wir müssen jetzt langsam mal anhalten. Da kommt nämlich der nächste Haltepunkt, München-Lochhausen. Und die nächste S-Bahn. Hallo. Ja, auch hier wieder ordentlich Zeit verschwendet. Es sind aber auch ein bisschen schwierige Lichtverhältnisse. Die Strecke ist sehr, sehr dunkel. Zu meiner Verteidigung. Ich frage mich gerade, wenn wir irgendwas an der Bewölkung oder so ändern, ob das die Sichtverhältnisse verbessert. Probieren wir jetzt gleich mal aus. Oh, die Frau stand viel zu nah am Bahnsteigrand. So, probieren wir es einmal aus. Oder ist das Cheaten? Ein bisschen, ne? Ja, also so richtig viel besser macht es auch nicht. Dann sieht es ein bisschen hübscher aus, wenn es bewölkt ist, ehrlicherweise. Dann lassen wir das so, wie es auch vorher war. So, Türen können wir jetzt schließen. 2 Minuten Verspätung. Das geht ja noch. Also 2 Minuten ist ja jetzt wirklich nicht viel, ne? 2,3 Kilometer,
Dann sind wir in München Langwied. Da vorne ist auch schon der Haltepunkt. Einmal hoch auf die 120. Gucken, dass wir die ganz kurz hier erreichen. Und Leistung abschalten, auf 0 setzen. Und sobald wir die Haartafel, beziehungsweise nein, die Tafel, die auf den Haltepunkt hinweist, wie auch immer die jetzt genau heißt, sobald wir die sehen, bremsen wir ab, beziehungsweise jetzt sollten wir auch schon bremsen. So, da blinkt etwas. Ankündigung auf 90, das bestätigen wir natürlich. So, 1000 Hertz Magnet war jetzt nicht aktiv. Da sehen wir, die Sonne geht gerade auf. Sehr, sehr schön. So, wir halten an. Denn der Zug. Oh. Hallo? Ist komplett am Bahnsteig. Herrlich, der Sonnenaufgang. Sehr schön. Können wir das irgendwie fototechnisch festhalten? Frage ich mich gerade. Oh, sieht jetzt nicht so schön aus, ne? Sieht auch schön aus. Solche Detailaufnahmen. Hoch, wo ist denn unser Männchen? Gar nicht im Führerstand drin. Ja, so sieht es übrigens hier im Zug aus. Sehr schön. Machen wir es doch ein bisschen heller wieder, dann sehen wir etwas mehr. Mittlerweile bei beinahe 3 Minuten Verspätung angekommen. Und Tür zu. Nächster Halt München-Pasing in 2,6 Kilometern und wir dürfen gleich 90 fahren. Das bestätigen wir nochmal. Und nehmen die Leistung auf 0, sobald wir die 90 erreicht haben. Was jetzt der Fall ist. Das bestätigen wir auch noch mal. Und dürfen ab hier 90 fahren. Auch wenn hier uns das H120 anzeigt, aber wir folgen natürlich der Streckensignalisierung. Hallo. Hier auch nochmal die 90 und 1,5 Kilometer, 1,4. Dann sind wir in Pasing. Der Bahnsteig müsste recht lang sein. Einmal hier über dieses Überwerfungsbauwerk, glaube ich. Ankündigung auf 60.
bestätigen wir. Gar kein Problem. Auch das bestätigen wir noch mal. Herzmagnet ist aktiv. Und hier vorne ist München-Pasing, wo wir jetzt anhalten werden. Auf Gleis 6. Und wir haben ein haltzeigendes Signal voraus. Das wurde jetzt aber nicht vorsignalisiert, ne? Definitiv nicht. Ne, Moment. 500 Herzmagnet ist an. So, und wir halten an. Da kommt noch eine S-Bahn. Die S4 nach Geltendorf. Signal ist umgesprungen. So. 500 Hertz Magnet ist an, also erstmal nicht schneller als 25 fahren, sonst gibt es eine Zwangse, bis der Leuchtmelder ausgeht. Was jetzt der Fall sein müsste, ist es aber nicht, doch jetzt. Und wir befreien uns dann direkt, weil wir 100 fahren dürfen. Nächster Halt ist München-Leim in 3 Kilometern. Genau, und wir können jetzt auf 100 km/h beschleunigen. Machen wir auch natürlich. Denn wir wollen unsere Fahrgäste ja schnell ins Ziel bringen. 120 dürfen wir fahren. Machen wir jetzt auch. Auch schön, so der Vorteil von Zügen, ne? Wir können einfach mit 120 praktisch durch die Stadt hindurch brausen. Mit dem Auto maximal 50. Und wir können hier richtig schön. Oh, hallo, da ist die LZB. Und wir können hier praktisch einfach selbst hier entspannt, easy peasy. Oh, warum beschleunigen wir denn? So entspannt, easy peasy mit 120 km/h durch die Gegend fahren. Ich frage mich, ob die LZB uns jetzt auch runterbremst. Tut sie das? Nein, tut sie nicht. Also schnell hinterher. Gleich sind 90 signalisiert in 2 Kilometern. Aber gut, das automatische Hoch- und Runterbremsen, das macht ja die LZB, glaube ich, nur in Kombination mit der AFB. Da wir ja keine AFB haben, wird das ja dann wohl hier nicht passiert. Oh, jetzt müssen wir ordentlich reinbremsen. Ui. Ah, oh, das wird nichts. Das wird ein. Wobei, der Bahnsteig ist lang. Das könnte gerade noch so nicht reichen. Die ersten zwei Türen vermutlich. Ich glaube sogar nur die. Moment, ich glaube sogar nur die erste Tür. Achso, falsche Seite. Ah, das passt sogar noch mit der Tür. Wahnsinn, also nur die erste Tür.
Auf geht's. München Hirschgarten in 1 Kilometer. Wir sehen hier übrigens hier die LZB-Signale. Ganz interessant, wie das dann hier aussieht im Streckenmonitor. Das ist dann dort, wo praktisch der Bahnsteig ist. Warum das so aussieht, das können wir uns gleich näher angucken. Noch ein ICE, der abgestellt ist, sehr schön. Und zwar eine Spezialität der S-Bahn München ist, dass die Blockabstände sehr, sehr kurz sind. Und dann diese Tafeln, die wir jetzt hier rechts am Rand sehen werden, also diese hier, da wo 008 steht und 0010, das sind, glaube ich, einzelne LZB-Blockabschnitte oder so ähnlich. Ich kann, also den genauen Fachbegriff weiß ich nicht, aber wir fahren schon, schießen schon wieder voll übers Ziel hinaus. Gut, dass das Signal grün ist. Ja, das wird immer besser. Genau, ne? Das sind halt einzelne LZB-Blockabschnitte, sodass halt die S-Bahnen wirklich ganz, ganz dicht hintereinander herfahren können, interessanterweise. Schön zu. Kombi-Hebel auf 0 gesetzt. Was ist das hier eigentlich? Und nächster Halt München Donnerbergsbrücke. Donnersberger Brücke, Entschuldigung. Und das müsste unser vorletzter Halt heute auch sein. Und sind 80 km/h übrigens vorsignalisiert mit der LZB. Deshalb werden wir jetzt auch nicht über 80 hinaus beschleunigen. Denn der Gefahrenleuchtmeld meldet das auch an. Und wir müssen jetzt hier anhalten. Donnersberger Brücke. Hackerbrücke ist dann unser letzter Halt. Und das müsste der danach sein. Unser Signal ist grün. So, halten hier an, wo Vollzug steht. Perfekt. Das ist doch voll der Zug. Und haben dann noch einen Halt vor uns, Hackerbrücke. Das ist die Brücke, die ihr da hinten dort seht. Da ist der Bahnsteig. Und dahinter irgendwo ist der München Hauptbahnhof. Uns das mal von oben angucken, wie das hier aussieht in München. Ja, also hier schön viel Häuser, die da sind. Hier die Hackerbrücke und da dann der Münchner Hauptbahnhof. Türen zu. Ja, Verspätung von 3 Minuten konnten wir ungefähr halten. Gleich sind auch nur noch 60 erlaubt in 1 Kilometer. Und wir fahren zu unserem letzten Halt heute hin, denn danach verschwindet die S-Bahn hier in den Tunnel und dieser Abschnitt ist leider nicht ausmodelliert. Jawohl, da sagt die LZB, die sagt uns einen Halt voraus.
noch mal halt vorsignalisiert. Zwingt uns die LZB schon ein bisschen sehr früh runter mit der Geschwindigkeit. Aber das müsste eigentlich passen von der Bremskraft her. Und dann sind wir an unserem letzten Halt. Ich bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Was macht die S-Bahn eigentlich hier? Sehr schön, der Regionalexpress fährt da vorne auch raus. Und dann, ich würde sagen, mit diesem Bild von dem Münchner Stellwerk, der S-Bahn und dem RE, der hier gerade ausfährt, vom Münchner Hauptbahnhof, verabschiede ich mich von euch, bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, ciao, ciao.